Guten Morgen. Guten Morgen. Member down. We're going to do business. Let's go. Don't worry about that fool. Go on. He ain't worried about you. Member down. Sonntag, den 28. und stehe jetzt circa 130 Meilen vor Dallas auf Alaufs, wo auch Internet vorhanden ist. Aber mit dem Internet war ja nicht so der Burner. Und jetzt fällt mir doch gerade ein, ich habe nämlich gerade meine ganzen SD-Karten gesäubert. Und da fällt mir ein, dass ich da auch Videos jetzt gelöscht habe, die ich gestern eigentlich fürs neue Video gemacht habe. Klasse. Das ist natürlich doof jetzt. Aber ich muss mal gucken, weil ich habe noch eine andere SD-Karte, vielleicht ist da noch was drauf. Wenn nicht, wäre ganz schön scheiße. Aber naja, passiert. Denke mal, war auch nicht so spektakulär und wichtig. Ja, auf jeden Fall bleibe ich jetzt hier stehen bis morgen, vielleicht auch bis übermorgen. Internetverbindung ist super hier und ja, werde mich dann noch mal melden im Laufe des Tages, vielleicht irgendwie irgendwo irgendwann, und euch noch irgendeinen Stuss erzählen. Also, war es langweilig. Ich habe nicht mal mehr ein Video zu schneiden. Ah, so doof. Naja, also, bis denne. Bye, bye. Hallihallo, Hallöle. Mal so mein Liga-Update. Ja, langweile mich zu Tode hier. Guck Fernsehen. Und ja, dass ihr mal sehen könnt, dass ich es hier wirklich sehr bequem habe. Also nicht beengt oder sonst irgendwas. Ich kann mich breit machen, kann mich lang machen. Ich liege jetzt so mit dem Kopf hier als Kopfkissen, aber nach hinten noch viel Platz. Und ja, warte auf die Dinge, die da kommen. Ja, heute wird nicht mehr viel kommen, hoffentlich morgen. Montag, und da mal zusehen, dass wir hier wieder wegkommen, ey. Aber Gott sei Dank ist schön warm, angenehm. Fenster ist offen, Heizung ist aus, Kühlschrank läuft, Fernseher läuft, passt. Also, in diesem Sinne. Guten Morgen, guten Morgen. Ich weiß ja nicht, warum ich so gut drauf bin, eigentlich halt überhaupt den Grund dazu, weil es Montag früh um 8 Uhr und ich stehe immer noch rum. So eine Scheiße. Ja, ich werde jetzt mal gleich selber das Loadboard nochmal durchstöbern und dann mal gucken. Mann, ich muss heute eine Ladung kriegen, ey. Ansonsten flippig aus. Ja, gibt mal so eine Wochen. Good weeks and bad weeks. Naja. Aber wird schon werden. Auf jeden Fall, Wetter ist schön, es war noch recht frisch draußen. Aber, Wetter ist schön. Und
Sonne scheint. Denke mal, wird wieder warm wie gestern. Gestern war ja auch schweinewarm über Tag. Nachts ist sau kalt und am Tag ist sau warm. Naja. Ja, dann sage ich euch nachher nochmal Bescheid, ob ich was gekriegt habe oder nicht, wa? In diesem Sinne, bye bye. So, warte immer noch auf meine eventuelle Ladung hier. In der Zeit wollen wir eben mal schnell Zucco Käsetoast. Ja. Käsetoast, lecker, oder? Weil der Mensch muss ja auch frühstücken, oder? Käsetoast. Ein Toaster. Also Küche ist bald komplett eingerichtet. Kaffeemaschine ist da, Toaster ist da, Kühlschrank ist da. Ja, also dann werde ich erstmal schön Futter an. Bye bye. Yeah! Dann eine Ladung. Geil. Wir haben es jetzt mittlerweile 16.16 Uhr. Montag. Fahre jetzt nach San Antonio runter und hol da meine Ladung ab morgen. Sind 200 Meilen leer, aber naja. Besser als 300, oder? Aber auf jeden Fall geht's, denn sind auch 4 Stops. Also sind Klimaanlagen für Dach oben, wo die oben aufkommen. Und muss halt 4 Kunden anfahren. Einer in Georgia und 3 Stück in Florida. Mein Endziel ist Orlando, glaube. Und ja, auf jeden Fall, nee, Margate, Florida, da ist mein letztes Ziel. Und ja, nach Georgia, Jacksonville, Orlando und Margate. Ja, auf jeden Fall eine Ladung. Ist völlig wurscht, ob die jetzt 4 Stops hat oder 5 Stops oder 6. Ich habe eine Ladung. Und darum geht's. Bin happy. Bin richtig happy. Diese Rumsteherei hier, ey, der ist so bekloppt, ey. So, Funkgerät ist an. Mal schnell eben noch meine Raid Confirmation runterladen. Dass ich die Adresse habe, wo ich hin muss, in San Antonio. Ich muss nach San Antonio fahren. San Antonio ist südwestlich von Austin und westlich von Houston. Also hier ist San Antonio. Ne, hier ist Austin. Hier ist San Antonio. Und hier ist Houston. So, und ich bin jetzt hier ungefähr. Muss jetzt so runterfahren. Ne, hier bin ich. Muss jetzt so runterfahren. Ist ja auch wurscht. Guckt euch einfach auf die Karte an. Ich stelle noch eine Karte rein von der Strecke. Und ja, dann könnt ihr euch das angucken. Also, in diesem Sinne, bis später. Meld mich dann. Bye bye. Bin jetzt in San Antonio auf dem Truckstop, auf der Pilot. Feierabend für heute. Oh, diese paar hundert Meilen. Oh. Die haben mich geschlaucht wie normalerweise 600. Ich habe so eine Kopfschmerzen, so einen Druck auf die Augen. Und mir ist jetzt überhaupt nicht gut. Und ja, ich denke mal, ich werde auch gleich meine Augen zumachen. Weil
fühle mich nicht so wohl. Oh, naja. Morgen ist ein neuer Tag. 16 Meilen von meinem Ladeort. Düse da morgen früh schnell hin, muss bloß mal gucken, welche Uhrzeit. Und dann geht's los Richtung Boston, Richtung Florida. Ach nee, erstmal Georgia. Und dann Florida. Also, bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi und bye-bye. Einen wunderschönen guten Morgen. Bin jetzt bei meinem Kunden zum Laden. Es gibt ein Video, wo ich hier schon mal war. Klimaanlagen holen. Weiß jetzt nicht, welche Nummer. Auf jeden Fall gibt's das. Und habe zwar erst Termin 9.15 Uhr oder so und jetzt haben wir 7.23 Uhr, aber ich denke mal, hier ist sehr wenig los, da sind mich trotzdem beladen. Und das sind ja auch nur 7 Units, weil letztes Mal waren es glaube ich 14, also Teile. Und diesmal sind es nur 7. Na, mal gucken. Ja, wie gesagt, bin jetzt hier beim Kunden. Da muss man hier so eine schöne Zettelchen ans Fenster hängen, wo drauf steht, was man bekommt. Und dann, also am 1., wann ist denn der 1. überhaupt? Übermorgen, ne? Mein Kalender. Ja. Also am Donnerstag und dann am Freitag den Rest. Am Donnerstag muss ich nach Georgia, danach gleich am Donnerstag auch gleich nach Florida runter, nach Jacksonville. Und am 2. dann und am Freitag den Rest abladen. Letzte Ziel ist Margarita oder weiß ich, wie das heißt. Auf jeden Fall Orlando und dann gleich daneben irgend so ein Nest. Ja. Ist doch schön, ne? Wetter ist auch schön. Blauer Himmel, aber kalt. Naja. Weiteres später. Bye, bye. So. Bin jetzt fertig hier. Geladen. Und hier ist meine Ladung. Déjà-vu. Kennen wir doch irgendwoher. Klimaanlagen. Carrier Klimaanlagen. Heißt also, könnte den Marco aus Kanada nächstes Mal aushelfen, wenn sein Reefer wieder versagt. Nee, war ein Spaß. Ja, ist scheiße, wenn man Reefer fährt und dann die Karre kaputt geht. Also der Reefer. Naja. Kann mit Flatbed nicht passieren. Aber egal. Also, nächstes Mal, wenn der Reefer versagt, rufen Mike an, der bringt dir eine Klimaanlage. ja. Ja, jetzt warte ich noch auf jemanden, der hier meine Ladung abnimmt, also meine Ladungssicherung abnimmt. Und dann kann ich ins Office fahren, meine Papiere holen und dann geht's los. Bis in Georgia. Naja. Also, bis später. So, back on the road. Back on the road. Dann bin ich mal gespannt, wenn ich durch Houston durch muss jetzt. Oh. Wir haben es jetzt 9.15 Uhr. Denke mal. Houston. Weit ist denn Houston weg? 189 Meilen, 3 Stunden. Komme ich genau in der Mittagszeit in Houston, zur Mittagszeit in Houston an. Klasse. Oh. Naja, ist ja nicht Freitag, ne? Weil Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber heute haben wir ja Dienstag, oder? Denke schon, ne? Ja. Naja, versuche auf jeden Fall Donnerstag früh in Georgia zu sein.
anderthalb Stunden Fahrt. Und heute 10 Stunden, morgen 8,5 Stunden. Vielleicht kann ich morgen sogar noch abladen. Ja, mal sehen. 1.5 miles. Turn right on South Zamora Street. Schauen wir mal. Pause. Hab mir halt zu futtern geholt, was zu trinken, getankt. Und jetzt schaue ich mir nochmal hier ein paar Videos an. Oder eins jedenfalls. Gerade vom Klaus. Klaus on Tour. Und ja. Dass er wenig Empfang hat und nur einen Keks gekriegt hat. Ein Plätzchen und keine Kekse. Nee. Naja. Jetzt noch 3,5 Stunden und dann werde ich mir auch einen Keks suchen. Oder ein Plätzchen. Je nachdem, was sie haben. Und werde dann bis morgen früh stehen bleiben, morgen früh weiterfahren. Und dann denke ich mal, dass wenn es gut läuft, auf dem frühen Nachmittag in Harlem, Georgia ankomme und vielleicht mit viel Glück, glaube ich zwar nicht, noch entladen werde. Dann kann ich nämlich gleich Freitag früh runterdüsen nach Jacksonville. Aber ich sehe das schon so kommen, dass ich Wochenende wieder in Florida verbringen kann. Weil Freitag muss ich von Jacksonville. Nee, Quatsch. Freitag muss ich von. Was ist denn heute? Dienstag. Ja. Also wenn ich morgen noch schaffe zu entladen, dann kann ich Donnerstag entladen, dann kann ich ganz easy Freitag noch eine Ladung nehmen irgendwo. Weil wenn ich es Freitag erst schaffe zu entladen in Florida, dann sieht es schlecht aus mit einer Ladung. Weil ich muss von Jacksonville, von Jacksonville nach Orlando runter und dann von Orlando nach Margate oder wie das auch mal heißen mag. Dann bin ich erst Freitagmittag oder Nachmittag fertig und dann noch eine Ladung zu kriegen, sieht schlecht aus. Mit viel Glück kriege ich Freitag noch eine Ladung und mit viel Pech muss ich mein Wochenende in Florida verbringen. Da habe ich zwar keinen Bock drauf, weil der Rubel muss rollen. Oder der Dollar in dem Fall. Aber naja. Na gut, okay Leute. Meld mich dann, wenn ich Feierabend habe nochmal. Vielleicht von unterwegs nochmal. Mal gucken. Und werde mir jetzt nochmal den Klaus ein bisschen angucken hier. Also, in diesem Sinne. So, gleich sind wir in Houston und bin jetzt in Cathy Harris, Vorort von Houston, und ja, wir nähern uns Houston. Ich hoffe, dass der Verkehr nicht so stark ist. Naja, lassen wir uns überraschen.
So, jetzt bin ich fertig für heute. Feierabend. Bin jetzt irgendwo in Louisiana, kurz vor New Orleans und mache jetzt Feierabend. Werde jetzt noch eine schöne Dusche nehmen. Was gegessen habe ich schon. Ja, und mich dann meine Eier legen und warten bis morgen früh, da ich wieder losfahren kann. Muss mal gucken, wann ich losfahren kann. Ist jetzt 7:30. Ja, irgendwann so um 6 oder so. Naja, dann wird er wahrscheinlich mich mit morgen abladen. Aber naja, it is what it is. Ja, also in diesem Sinne, gutes Nächtle. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi und bye bye. Remember down, we're going to Memphis, let's go. I want that full ground, he ain't worried about you. Remember down.